Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Norman alias Dr. Elton Kreativ und ich möchte euch heute auch im Cricut Design Space einmal zeigen, wie ihr das Design, welches wir bereits im Solid Studio einmal erstellt haben, auch im Cricut Design Space erstellen könnt. Hier ist das Ganze etwas komplizierter, aber ich möchte euch dennoch zeigen, dass auch ihr das hier ganz einfach umsetzen könnt, um eure Kissenhülle, euer Shirt oder eure Notizbuchhülle oder eventuell doch euren Bilderrahmen zu verschönern. Wir starten damit, dass wir uns einmal die Form nehmen und diese einmal zeichnen lassen. Dann können wir die Formen wieder schließen. Ich ziehe das Ganze jetzt etwas größer für euch, damit ihr das besser sehen könnt. Wenn ihr zoomen möchtet, dann könnt ihr das hier unten mit Plus und Minus tun. Wenn ihr jetzt mal ganz schnell zu eurer Originalgröße zurück möchtet, klickt einfach auf die Prozentzahl. Einfärben der Objekte funktioniert hier oben über den Pfad. Hier seht ihr, könnt ihr euer Objekt anders farblich einfärben. Dann benötigen wir jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal eine Blume, der Einfachheit halber, um euch das jetzt mit einem etwas anderen Design zu zeigen. Und ihr seht, hier ist sie schon. Was ich jetzt hier leider machen muss, ich muss mir das Ganze öfter duplizieren. Warum, werdet ihr gleich sehen. Machen wir das erstmal 3, 4, 5 Mal. So, jetzt habt ihr hier euer Herz und wir setzen jetzt die Blume da an, wo wir sie haben möchten. Ihr könnt auch jedes andere Objekt nehmen. Die schieben wir jetzt mal aus dem Weg und wir markieren uns beides. Gehen jetzt auf Beschneiden und ihr habt jetzt hier euer Herz. Ihr habt jetzt hier die zerlegte Blume und ihr habt jetzt in dem Herz nochmal die Blume, die ausgeschnitten wurde. Deswegen ist es hier etwas umständlicher. Könnt ihr halt zurück, könnt ihr dann, was ihr nicht mehr benötigt, löschen. Und deswegen müsst ihr euch in den Vordergrund das ein bisschen ja zurecht basteln. Hätte man einfacher lösen können, ist hier nicht so wirklich mein ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Nach vorn verschieben. Auch hier wieder das Beschneiden-Werkzeug nutzen. In den Vordergrund. Ihr könnt auch immer nur zwei Sachen miteinander beschneiden. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ich dupliziere mir das Ganze jetzt hier noch einmal. So. Und wir setzen auch hier wieder an und beschneiden das Ganze. Setzen das wieder in den Vordergrund. In den Vordergrund. Beschneiden. Ja, es ist ein bisschen zeitaufwendiger, aber machbar. Duplizieren in den Vordergrund. Aber man hätte es halt, wie gesagt, etwas schöner lösen können.
So. Und ihr seht, das kann hier weg. Wir haben jetzt hier unser Herz. Jetzt brauchen wir nochmal unsere Formen. Erstellen uns ein Quadrat. Lösen hier einmal das Schloss und schieben uns das Ganze etwas breiter. Markieren uns das Ganze, beschneiden uns das Ganze wieder. Ihr seht, ihr habt jetzt hier viele verschiedene Ebenen, die ihr alle nicht benötigt. Die löschen wir uns. Jetzt öffnen wir uns nochmal die Formen. Erstellen uns jetzt eine funktionierende Form, schmälern das Ganze noch ein wenig, duplizieren das Ganze noch einmal, setzen diese dann an die andere Stelle des Herzens. Dann können wir das Ganze eigentlich verschweißen. Ihr könnt das Ganze auch ausrichten. Ausrichten, zentrieren. Und mit den Pfeiltasten dann nochmal ausrichten. Dann könnt ihr das Ganze miteinander verschweißen. Oder aber ihr könnt das so lassen. Wenn ihr das zweifarbig haben möchtet, dann können wir jetzt unseren Text eingeben. Können uns noch eine Schriftart aussuchen, die wir schön finden. Naja, passt nicht so ganz. Auch hier müsst ihr wieder schauen. Dass ihr eine Schrift findet, die zu eurem Design passt. Nehmen wir mal. Ich gehe jetzt mal auf die Schriften von meinem System, weil ich dann doch mehr Auswahl habe als von Cricut. Okay, ihr seht, man hat dann zuweilen doch schon ziemlich viele Schriften. Und ihr habt euer Design erstellt und könnt das dann dementsprechend an euren Cricut Maker oder euren Joy schicken oder an euren Explore und könnt da so ein bisschen rumspielen und rumtüfteln. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch gefallen. Es wird künftig auch noch ein wenig mehr Input kommen, ein paar Anleitungen, wie man ein Design im Cricut Design Space erstellt, wie man mit dem Programm arbeitet. Aber ihr seht, auch ich habe Mühe, mich so ein bisschen umzustellen. Ich arbeite gerade noch ein wenig damit und teste so ein paar Sachen für euch aus und wir werden demnächst dann mal mehr mit dem Programm arbeiten und ich werde euch ein bisschen durch das Programm führen. Bis dann, habt viel Spaß. Verlinkt mich in euren kreativen
Projekten und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, habt viel Spaß und bis bald.